Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Diesmal ohne The davor. Und ich habe gesehen, wir haben schon 94%. Das heißt, dass das heute sehr wahrscheinlich die letzte Aufnahme sein wird. Und wir haben auch nur noch quasi ein Level zu machen. Dann noch den Endgegner, dann das Zusatzlevel und dann vielleicht noch die restlich fehlenden Körnerpunkte. Aber so weit sollten wir eigentlich alles haben. Wir rennen auch schon mal direkt zum letzten Level, nämlich das von mir so gern gesagte Tomb Raider Level. Ich wollte nur da mal gucken, ob das Ei noch da ist. Aber es ist nicht mehr da. Wüstenruine nennt sich das, ne? Ja. Ich bin schon sehr auf das nächste Let's Play gespannt. Weil das wird ein Blind Let's Play. Ich werde es euch aber am Ende, ganz am Ende erzählen, um was es sich hier handelt. Also nicht hier, sondern um was es sich dann handelt. Bum, 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 bum. Okay, was hast du zu erzählen? Hi, du musst Spyro sein. Ich habe schon viel Gutes über dich gehört. Glaubst du, du könntest mir helfen, meine Freundin Tara zu finden? Sie hatte sich aufgemacht, das Grab des Steingolems zu plündern. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich würde gern selbst das Grab betreten, aber da wimmelt es von Skorpionen und so Zeug. Ja, hier ist ja auch schon skorpionenmäßig total viel. Okay, die kann man so und so kaputt machen, das ist sehr schön. 25. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Das letzte Level. Also sozusagen das letzte Level. Okay, die kann man auch so kaputt machen. Machen wir dich erstmal. Ich kann mich an das Level nicht mehr so gut erinnern, aber ich weiß, hier gibt es einen Körnerpunkt. Der ist in einem Zusatzlevel, wo wir auch wieder mit Jäger rummachen müssen. Haha, rummachen. Aber ja. Oh, der hat aber einen guten Rhythmus, du. Nee, jetzt doch nicht mehr. Ich hätte eigentlich noch einmal abwarten müssen. Könnte ja auch sein, dass der zweimal hintereinander schnell macht und dann eine große Pause hat. Große Pause. Habe ich denn noch was gesehen? Nee. Gut, da war aber knapp. Da bin ich echt scheiße geflogen. Da oben ist der Schlüssel. Den holen wir uns jetzt gleich direkt. Oh nein, hier gibt es ja noch ein Level. Chila. Ach genau, dieses in Anführungszeichen 2D-Level. In Anführungszeichen, weil es nicht wirklich 2D ist. Aber wie gesagt, wir holen uns zuerst mal den Schlüssel, damit nämlich da vorne der Kram dann schon mal weg ist. Nee, da müssen wir noch weiter oben. Okay. Oh, das war auch knapp. Das war knapp. Hier wäre auch noch ein gutes Versteck gewesen. Aber wir schweben jetzt erstmal hier rüber. Ich höre noch ein... Ach, guck mal, ein Ei. Andy. Typisch Andy. Typisch Andy. Gesundheit. Dann ab darüber. Da war noch so eine Hand.
Da müssen wir auch noch hin. Wie auch immer wir da hinkommen. Aber erstmal wird das andere Gezumpel. Ich weiß, ich habe den Edelstein nicht bekommen. Aber wir müssen eh nochmal zurück. Und da war, glaube ich, gerade eine kaputte Wand auf der linken Seite. Ah, da geht's dann wahrscheinlich zum Schlüssel. Genau. Nelly. So. Die kann man auch mit Feuer kaputt machen, die ist ja auch gut. So. Wie gesagt, wir müssen ja nochmal zurück. Lüfte der Blaze dreht auch gerade ziemlich auf. Warum auch immer. Weil PlayStation 1 auch so schwierig ist für die PlayStation 3. Uiuiui. So. Holen wir uns da vorne in die Kiste. Könnten wir uns natürlich auch ganz am Ende holen, weil wir dann schnell nochmal nach vorne kommen, aber so müssen wir nicht bis zum Ende warten, ob wir wirklich alle Edelsteine haben. So, mach up das Ding! Gut. Dann wäre das schon mal erledigt. Ich glaube, in irgendeinem Level habe ich das Ding auch vergessen. Nee, das war diese komische Flasche. Die habe ich vergessen zu öffnen. Die war bei den Bambusterrasse oder wie das hieß. So. Dann gehen wir jetzt hier auf den. Auf die Hand. Ob wir das hinkriegen und dann machen wir das Shiva-Level. Shiva wohl. Wo kommt denn Shiva? Der Name Shiva kommt mir auch irgendwo bekannt vor. Her bekannt vor. Mann. So, ab zu Shiva. Ich glaube, das war nicht so blöd. Hi, Spyro. Lange nicht gesehen. Ich will gerade einen kleinen Spaziergang machen. Manchmal sehnt man sich einfach nach den einfachen altmodischen Freuden von Anno dazumal, oder? Hm. Oh, es ist doch 2D. Es ist doch 2D. Ich kann nämlich nicht nach vorne oder nach hinten gehen. Uiuiuiui. Ups. Muss ich am Ende auf jeden Fall nochmal prüfen, ob ich alles hab. Wow. Okay, die Fuß, also die Zehen sind auf jeden Fall verbrannt. Oh. Dass ich immer noch so nachhüpfen muss, ne? Oh oh. Okay. Lester. Ist auch ein komischer Name. Ah, nein! Ah. Ach, cool. Oh, schön rein. Läuft. Ist auch schön, dass wir dann nicht mehr getroffen werden, wenn wir das quasi deaktivieren von denen. Und das zweite Ei. Pete! Pete! So. Wir haben anscheinend keine Edelsteine verpasst. Jedenfalls hat es uns das Sparks nicht angezeigt. Und dann machen wir direkt weiter im Level. Ist irgendwas umgefallen? Also hier im Haus.
So. Ist eine Tür oder was? Jo, ist eine Tür. Nun, Spyro, ich wette, du bist froh, mich zu sehen. Es ist zufällig so, dass ich ja das Zauberwort für die Tür des Grabs des Steingolems kenne. Aber, es scheint mir gerade entfallen zu sein. Wenn du verstehst, was ich meine. Abracadabra, Simsalabim. Nun gut, das Zauberwort zum Öffnen des Grabes ist. Bist du bereit? Leichtgläubig. Du kriegst du alles noch zurück, du fetter Spacken. Okay, der macht jetzt nichts mehr. Hier war aber nichts zu. Nee, hier war nichts mehr zum Hochklettern. Nein! Nein! Ah, die Kamera. Ah, wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte ich einfach nur rausrennen müssen. Okay, die kann man nicht anrempeln. Ich habe ganz vergessen, dass man die umrennen kann, die Viecher. Stirb! Das hört sich ein bisschen so an, als ob man so einen Ofen umtreten würde. Was ja eigentlich auch eigentlich der Fall ist. Das hier finde ich jetzt auch ganz cool. So, wo machst du? Weil der läuft nämlich jetzt da oben lang. Oder bleibt da? Kommt er nämlich hier rüber? Macht das dann immer heiß. So was hätten die öfter hier einbauen können. Wow! Guten Tag! Okay, dann machen wir jetzt hier das Level, das extra Level. Das hier unten finde ich auch sehr schön von der Farbe her. So bläulich, weiß, lila. Das ist schon schön. Das extra Level mit Mr. Katze. Oder was ist der? Gepard ist der, ne? So, hau raus. Ich habe meinem neuen zahmen Rochen beigebracht, die neuesten Unterwasserraketenwerfer mit super Durchschlagskraft zu tragen. Willst du auf ihm reiten und ein paar Haie wegpusten? Ja! Auf Rochen reiten und Haie abschießen? Ja, natürlich. Nimm dich aber vor den Hai-Reitern in Acht. Die haben die neueste JX-5 Unterwasserverfolger-Munition. Munition! Okay, Nummer 1 hätten wir. Wir müssen hier diese Dinger hier kaputt machen. Deswegen lasse ich mal einen über, weil ich nicht weiß, ob wir nochmal mit dem Ding hier fahren können. Fahren vor allem. Nicht schwimmen, fahren. War da gerade links eins? Ja. Wir müssen eigentlich ja mal mit dem Teil schwimmen können. Weil wir auch Kisten unter Wasser sind, die wir gar nicht aufkriegen. Das Coole ist auch, wow, sind die Haie aus dem zweiten Teil. Wow, ist ja Homing, Alter. Hab ich gewonnen? Guter Schuss, Kamerad. Wo hast du gelernt, so zu zielen? Oh, übrigens, Bianca will, dass ich dir dieses Ei gebe.
Sie sagte, dass sie es aus Versehen vor 5 Minuten in ein Wollmammut verwandelt hatte. Aber es müsste noch in Ordnung sein. Aus Versehen. Sadie oder Sadie oder Sadie. Keine Ahnung.